Also wir sind einig wieder. Gut. Nächste Rednerin, Frau Kollegin Katrin Anders, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute den Gesetzentwurf für ein Landesamt für Gesundheit und Pflege diskutieren können. Es ist die richtige Entscheidung, Kompetenzen zu bündeln. Es ist die richtige Entscheidung, alle Akteure im Gesundheitswesen zu vernetzen. Und es ist die richtige Entscheidung, die Gesundheitsämter vor Ort eng an die Landesebene anzubinden und mit einer Servicestelle zu entlasten. Das alles wird das zukünftige Landesamt für Gesundheit und Pflege leisten, und deswegen ist der vorliegende Gesetzentwurf von großer Bedeutung. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst eine wichtige Säule in der Versorgung der Bevölkerung darstellt, und diese Säule wird mit dem Landesamt gestärkt werden. Das Gesundheitswesen steht überall vor großen Herausforderungen und vor wichtigen Weichenstellungen. Und mit dem Landesamt schaffen wir eine wichtige Infrastruktur, um die kommenden Veränderungen fachlich gut zu begleiten. Es ist ein wichtiges Signal in diesen schwierigen Zeiten im Gesundheitswesen. Ein koordiniertes, einheitliches und vernetztes Vorgehen ist eben nicht nur während der Pandemie von großer Bedeutung. Die Herausforderungen von Fachkraftgewinnung, intersektoraler Zusammenarbeit und die flächendeckende Grundversorgung von Gesundheitsleistungen müssen gezielt und schlagkräftig angegangen werden. Und Ziel dabei ist immer, die Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung in den Blick zu nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, die Ressourcen zu bündeln. Deswegen ist es wichtig, Daten zu erheben und auszuwerten. Und dann müssen aber auch die richtigen Schlüsse aus den Daten gezogen werden, und Konzepte müssen zielgenau Antworten auf aktuelle Probleme geben. Und genau das wird das Landesamt mit seiner vielfältigen Expertise auch gut machen können. Gesundheitsbehörden und das Gesundheitssystem sollen durch die Bündelung der Kompetenzen besser miteinander kommunizieren und schneller Lösungen auf den Weg bringen, immer mit dem Ziel, die flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pandemie hat das Gesundheitswesen an vielen Stellen an die Grenzen gebracht. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, dass wir in Hessen mit guter Begleitung und Lenkung mehr Zusammenarbeit zum Nutzen aller fördern konnten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das jetzt in einer eigenständigen Behörde, in einem Landesamt für Gesundheit und Pflege weiterführen und als Servicestelle für die Gesundheitsämter vor Ort auch fungieren. Und nach den Reden der Opposition muss man sich doch einmal mehr fragen, was Ihnen wichtiger ist. Ist Ihnen eine Skandalisierung einer wichtigen Maßnahme wichtiger als tatsächlich eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor Ort und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Menschen im öffentlichen Gesundheitswesen? Es ist schon ziemlich absurd, wenn Sie hier davon sprechen, dass dieses Landesamt Stellen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst rausziehen wird. Das ist mitnichten so. Es wird mehr Stellen geben, und Sie selber wissen auch, weil Sie in kommunaler Verantwortung sind, dass es schon jetzt mehr Geld für mehr Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst bei den Kreisgesundheitsämtern vor Ort gibt. Es gibt mehr Geld, es gibt mehr Stellen, und dieses Gesundheitsamt wird mit 450 Mitarbeiterinnen ein weiterer wesentlicher Punkt für die bessere Ausstattung mit Personal darstellen. Und wenn dann die Kritik kommt, das ist ja alles nicht schnell genug und es hätte alles mal ein bisschen schneller gehen können. Es gibt den Wunsch auf eine Zwischenfrage. Nein, gut. Dann muss ich doch noch einmal deutlich machen, wie der Verlauf
dieser neuen Behörde nun zustande gekommen ist und mit welcher Schnelligkeit und mit welchem Druck auch von unserem Minister Klose hier daran gearbeitet wurde, dass dieses Gesetz und vor allem dann auch die Umsetzung schnell gelingen kann. Also, wie Frau Böhm schon gesagt hat, es wurde im Dezember gefordert. Es war auch ganz klar, dass in dem Gesetz, das wir im Dezember beraten haben, sicherlich nicht einfach mal so ein Landesgesundheitsamt reingewurschtelt werden kann. Und schon im Januar hat der Minister verkündet, dass es ein solches Landesamt geben wird, was verschiedene Behörden zusammenführen wird, was verschiedene Stellen, die jetzt an unterschiedlichen Stellen für Gesundheit verantwortlich sind, dass die gebündelt werden sollen. Also Januar. Und jetzt liegt dem Parlament im September ein Gesetzentwurf vor, was genau das regeln soll. Ich möchte wissen, ob Sie mir irgendeinen anderen Bereich sagen können, wo so schnell und effizient gearbeitet wurde, trotz der Pandemie im Januar bis im Frühjahr und trotz der hohen Belastung im Ministerium, aber auch der Behörden, die hier ganz maßgeblich bei der Konzeption mitgearbeitet haben. Denn dieser Beteiligungsprozess mit dem HLPUK, mit den Regierungspräsidien und mit den vielen verschiedenen Akteuren hat ja dazu geführt, dass dieser Gesetzentwurf so ist, wie er ist, dass er so umfangreich ist, dass er aber auch tatsächlich im Januar 2023 dann mit der konkreten Arbeit beginnen kann. Ich glaube, dass eine solche große Behörde in so kurzer Zeit selten aufgebaut wurde. Da sind schon viele an anderen Stellen deutlich schneller gescheitert. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt diesen Gesetzentwurf beraten, dass er noch dieses Jahr durch das parlamentarische Verfahren durchgehen wird. Ich freue mich auf die Anhörung. Ich freue mich auf die Rückmeldungen von vor Ort. Ich bin mir sicher, dass da der Optimismus weitaus größer ist als hier in diesem Haus. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Die erste Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir an den SIA.